Garderobe. Ganz genau hinschauen, wir stehen kurz vor dem Finale Top 8. Und damit die andere Seite auch was mitbekommt, jeweils wechseln wir bitte einmal durch. Ja, Mädelchen und Schönheitswahlen. Ich in meinem schönsten Outfit, damit wir das Thema besprechen können. Nun, Apame Schönauer hat gewonnen. Um mal kurz ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen, fragen wir doch Wikipedia. Die wissen da mal am besten Bescheid. Gut, sie wurde in Teheran geboren und floh im Alter von 6 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland. Sie studierte Ingenieurwissenschaften und schloss das Studium mit Diplom ab. Gut, jetzt ist sie angestellte Architektin. Damit schon mal erstmal Apame erklärt. Also, was wir vorab sagen können, ist auf jeden Fall, es gab viel Kritik auf allen Seiten. Bis zum Rassismus-Skandal. Was ich dazu sagen kann, ist, dass sie für ihre 39 Jahre doch einigermaßen sympathisch aussieht und attraktiv wirkt, für ihr Alter. Dass sie ein Vorzeigebeispiel eigentlich für eine integrative Iranerin ist, in der Gesellschaft Deutschlands, dass sie aus herkunftsethnischer Sicht nicht wirklich Deutschland repräsentiert. Das erkläre ich auch ganz kurz, warum ich das finde. Das erkläre ich auch am besten anhand dessen, wie ich zeige euch einfach mal Miss Iran, okay? Ich zeige euch Miss Iran. So, das ist Miss Iran. Ihr wisst, was ich meine? Apame? Miss Iran. Apame? Miss Iran. Apame. Okay, das ist mein Argument. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, ist auch gut. Nun, jetzt aber mal ernst. Apame ist eine hübsche Frau. Jetzt könnten wir aber über die Miss Universe reden. Die Apame wird als Miss Germany natürlich in dem Schönheitswettbewerbverlauf eigentlich uns in der Miss Universe repräsentieren als Deutschland. Gut, kann sie machen? Frage ich mich aber nur eine Frage. Es gab diesen krassen Rassismus-Skandal, warum man überhaupt sie kritisiert, dass sie als Iranerin Deutschland repräsentiert, ihr Schweinehunde. Ich esse kein Schweinefleisch. Da ist kein Schwein. Warum? Ich finde das unrein und nein, das ist nicht meins. Gucken wir uns mal ganz kurz andere Kandidaturen an. Saudi-Arabien. Hübsches Mädel. Also ich hätte auch jetzt nicht schlimm gefunden, wenn sie eine schöne Hijabi trägt, auch geschminkt wie sie ist. Dass so eine Hijabi als Schale und schön bedeckt und so. Wirklich nicht. Ironie off. Ich hätte das auch vollkommen nachvollziehbar verstanden, weil das repräsentiert auch ein bisschen die Gesellschaft und die Ethnie und die kulturellen Hintergründe von einem Land. Und es ist vollkommen legitim, wenn das so wäre. Ist es in dem Fall nicht gewesen, das war 2023. Vielleicht hat sich das geändert. Ich weiß es nicht. Wer weiß es. Aber ganz kurz, aus progressiver Sicht, das war ja auch so mal so eine Sache, die könnte ich auch mal kritisieren. Miss Portugal. Transgender-Frau Miss Portugal gewinnt 2024. Lass mich nicht lügen. Die 28-jährige Fluchtbegleiterin. Entschuldigung. Muss man aber nicht behaupten, die Dame ist nicht hübsch. Und da würde ich auch nochmal den Zusatz mit einbeziehen für eine Transgender-Frau. Das würde keiner erkennen. Das könnte man könnte mir sagen, das könnte man auch gar nicht erwähnen oder man könnte so tun, als ob. Und ich würde das glauben. Also, wunderschöne Frau. Aus der progressiven Sicht wäre meine Kritik ja, dass Apame noch viel zu normal ist. Also, noch viel zu deutsch und westlich. Iranerin, come on. Also, das Mindeste, was ihr hättet schaffen können, ist eine non-binäre BIPOC-Dame, die
ja, am besten noch im Rollstuhl ist und uns zeigt, was auch noch geht. Aber gut, die Kandidatur gab es halt einfach nicht. Also Deutschland hat sich anscheinend nicht zu... Naja, so divers ist die Kandidatur einfach noch nicht, leider. Daher was wurde es APAME. Daher herzlichen Glückwunsch, APAME. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Rassismus-Skandal wieder zurück. Nur ganz kurz. Es ist ja Folgendes, was ich als schwierig empfinde. Den Deutschen wird bei der Kritik gegenüber APAME sofort suggeriert, dass sie böse Nazis sind. Schwierig. Also ich kann euch auch Miss Korea zeigen, Miss Japan und so weiter und so fort. Das geborene, in der Ukraine geborene Model gewinnt Miss Japan 2024. Und nicht, dass die Japaner das nicht toll finden, aber auch das löste eine starke Kontroverse aus. Dort gab es viel Diskussion dessen, dass ein Model in der Ukraine geboren, Miss Japan repräsentiert. Jetzt könnte man auch sagen, okay, die Japaner sind auch voll rassistisch, etzala. Kann ja sein. Von mir aus. Okay. In Korea werden die Miss Korea-Kandidaten halt vor allem wegen ihrer übermäßigen Schönheitsoperation kritisiert, weil sie einfach wie KI-Menschen aussehen. Ja gut, jedes Land hat so seine Probleme mit ihren Misswahlen, kann man sagen. Jetzt könnte man natürlich auch grundsätzlich die Misswahlen kritisieren. Was soll das für ein, scheiß antifeministischer Kackscheiß, dass ihr Mullen anhand ihres Aussehens bewertet? Also, come on, macht das nicht. Das könnte man auch sagen. Jetzt könnte man auch grundsätzlich die Misswahlen kritisieren. Was soll das sein? Warum macht man das? Warum bewertet man junge Frauen aufgrund ihres Aussehens? Übrigens, das ist die Misswahl von der USA, die Teen-USA-Geschichte. Also das waren Teenagers. 2013. Auch noch ein anderes Bildnis hat sich auch geändert über die Jahre. Was wir merken ist, es gibt einen zeitlichen Wandel. Das Bildnis von Schönheit versteht sich von selbst, verändert sich über die Jahre. Demografie ändert auch ein bisschen die Ethnie eines Landes und offensichtlich ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland geworden. Und nun, ja, passiert das so, dass halt APAME gewonnen hat. Und ja, Fazit des Ganzen ist, ich sehe darin keinen Rassismusskandal, wenn man das kritisiert. Ich sehe darin einfach zeitliche Abfolge, ein Land, welches auch noch biologische Deutsche habt, die tatsächlich auch vielleicht älter sind und durchaus diese Veränderung sehen. Ich sehe dahinter auch eine Ideologiekritik, dass man sich fragt, wie progressiv soll es noch werden? Ist es jetzt ganz wichtig, dass Miss Germany tatsächlich einfach so aussehen muss, weil das wichtig ist und das toll ist und ein schönes Zeichen dafür, dass wir ein tolles Land sind und immer besser werden. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Oder was das eigentlich bedeutet. Ich sehe dahinter einfach nur, ja, mal wieder ein Skandal bei den Schönheitswahlen. Wie immer kritisiert man da irgendwas und irgendwen. Ist nichts Neues. Und damit wäre von mir schon ein Mädelchen off. Wenn ihr noch was dazu beizutragen habt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche mal ein Mädelchen off an alle.